Das ist jetzt nicht dein Ernst. Schaut euch das an. Der hat im Garten auf dem Grabstein die Drohne gezündet. Einen wunderschönen guten Tag, hallo Servus und heute zu einer neuen Runde Plants zum Skarno Vereins, Only Garno Vereins Characters. Und heute mit dem Dr. Chester. Also aka dem Zoologen, weil, wie ich im letzten Mal schon gesagt habe, da ist eigentlich kein Unterschied, außer dass er das Werfer anders klingt. Und. Oh man, die Fresse. So. Ich hätte ihn geholt, wenn ich den jetzt nicht gestummt hätte. Okay, wow. Das war richtig bad. Also, eigentlich genau kein Unterschied. Eigentlich überhaupt kein Unterschied. Jetzt wollte ich ihn mit dem Heilstall heilen. Holy crap, ist meine erste Runde jetzt hier heute, gar noch eins. Und jetzt habe ich meine ganzen schönen Bällchen verschossen. Naja, ja, wie gesagt, kein Unterschied eigentlich zum Zoologen, außer dass er was aussieht. Die Waffe sieht ein bisschen anders aus und klingt anders, aber so im Großen und Ganzen. Also gibt es keine Selbstregeneration. Holy crap, ich denke mir, wieso bekomme ich nicht mehr Leben dazu? Also ein bisschen eine Umstellung ist das hier schon. Da. Oh, zum Glück sind die Gegner ziemlich bad. Deswegen schon wieder Sonntag, schon wieder Sonntagsgegner. Wie man auch sieht. Und die Lobby ist übrigens voll, auch wenn sie nicht so aussieht, aber in Garden of 1 ist gemischter Modus nur 16 Spieler. Das heißt, die Lobby ist voll. Was ich nicht verstehe, warum man da 16 Spieler gemacht hat, aber ja. Sonst könnte ich nichts besonders zu ihm zu sagen. Ah ja genau zu Fähigkeiten hat er auch noch, das habe ich gerade vergessen. Die Partnerstation, die ich über alles vermisse in Garden of 2. Weil die sind wie die normale Heilstation, nur heilt sie wesentlich schneller. Hat sonst gar keine Nachteile. Und die Gepardenhaftkugeln, die ebenfalls besser sind, also die Standardhaftkugeln, die machen nämlich nicht 50, sondern. Oh. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Sondern, hier. Machen die 75. Steht zwar nicht da, aber das habe ich schon mal getestet. Und die Standard machen 50. Oh, wow, Dead Spawn. Diese Spawn-Künste. Ich weiß nicht, vielleicht kommt es mir so vor, aber ich habe das Gefühl, dass er irgendwie ungenauer ist. Der hat ihn jetzt echt wiederbelebt. Und ich bin jetzt gleich tot. Also wenn man sich da ein bisschen mehr bemühen würde, dann würde man wirklich so easy viele Kills machen. Wie man hier sieht. Da ist irgendwo noch eine Erbskanone. Ja, da oben natürlich. Hallo Johnny. Hallo. Oh Mann. Habt ihr gesehen, wie langsam sich der Typ umgedreht hat? Den merkt man nicht, der ist überhaupt nicht im Shooter-Bereich. Der hat die Fähigkeit extrem dort unten. Und kennt sich halt überhaupt nicht aus und schaut einfach mal so mal dumm. Ich weiß, dass du da unten bist, Johnny. Aber der holt mich bestimmt mit dem Schleim. Ja. Hätte ich besser machen können. Hätte ich klar besser machen können. Wobei es, na, es ist auch schwierig. Weil. Ja, da scheint mir her und fertig. Und ich habe keine Reichweite. Aber der Dude. Ich spawne direkt hinter ihm. Och, den hätte ich aber getroffen. Ah, ich habe ihn nicht getroffen. Ha! Lol. Ja, um die Fähigkeiten ist schon ein bisschen schade. Um Charakter an sich nicht, weil, ja, wie gesagt, gibt es irgendwann noch zwei auch. Aber vor allem die Heilstation. Der sieht mich auch nicht. Wow! Johnny, bleib stehen. Da gibt es auch diesen besonderen Trick, dass man sich auf die Heilstation stellen kann. Und dann, wieso habe ich nicht volle Munition? Und dann kann man, wenn man richtig steht, kann man nicht gefressen werden. Also von unten zumindest. Ich
glaube, das funktioniert in Garden of War 2 nicht mehr, da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ah, dieser Trick da unten immer reingehen bei der Röhre. Ach, die guten Garden of War 1 Maps. Der gab schon so einige Spezialitäten. Du bist vergraben, aber du bist zum Glück gleich weg. Nee, habe ich nicht verdient. Habe ich nicht verdient. Na gut. Jetzt bin ich wieder da hinten. Also wir haben keinen Ingenieur. Naja, wir haben ihn gleich eingenommen. Ah, Autowarp. Funktioniert selten. Aber wenn, dann war man sehr froh drüber. Okay. Ich habe jetzt einfach nur geschossen. Ich habe jetzt irgendwie... Ich habe mich überhaupt nicht ausgekannt. Aber gut, wir waren eher auf den Haufen. Bleib doch stehen, wenn ich mit dir spreche. Sind die bad. Wenn ich dich jetzt nicht bekomme. Es gibt kein Mensch im Abschuss. Dann bin ich richtig mad. Wow. So. Oh. Komm schon. Jawohl. So, wo gehen wir hier am besten hin? Da gab's Diamond. Das ist ja nicht dein Ernst, oder? Ist das dein Ernst? Junge! Wieso hier? Das macht man nicht. Ciao. Was für ein Level? 24, ja gut. Vielleicht merkt dass ich es jetzt. Ich weiß nicht, mir ist ein Schnapper und deswegen hau ich jetzt schon ab. Mal schauen, ob mich der verfolgt. Nein, da ist niemand. Wo gehe ich am besten hin? Darauf, das wieder die Serbs genommen, die das nicht drauf hat. Ich kann nicht mal sagen, ich gehe hier speziell auf Noobs, weil hier alle Noobs sind irgendwie. Ich muss mal unter der Woche spielen. Schau dir das an! Schau dir bitte diese Gegner an! Der dreht sich nach einem. Ach du heilige Scheiße, ich habe viele. Wow, an das bin ich gar nicht mehr gewohnt. Gar noch eins habe ich maximal 100. Das ist wirklich schon das höchste der Gefühle. Und hier so, was habe ich jetzt gelesen? 300? Oder er hat bestimmt ein Eigen mehr. Na gut, gehen wir mal rein. Der macht zum Glück so viel Flächenschaden. Aber das überlebe ich dazu nicht, das sind dazu zu viele. Aber vielleicht, ich habe noch eine Kugel geworfen, die hat 75 Schaden gemacht, aber... Ja, da geht nichts mehr. Also, Ingenieur haben wir immer noch keinen. Schade, schade. Mal, vielleicht ist da hier noch ein Haufen. Da ist ein Haufen. So. Was gibt es denn hier Schönes? Ja, 300 ist so das Maximale. 307, da. Wow. Ist eigentlich ziemlich egal, was wir benutzen. Wow. Ich wurde noch eingeschleimt. Hätte ich nicht gedacht. Hätte ich nicht gedacht. Können wir das bitte einnehmen oder irgendwie einen Ingenieur? Ja, was dem sagen wir. Also. Das hat halt in Garden of War 1 immer voll genervt, wenn man da so kurz es eingenommen wurde, man am Spawn war und dann war der Teleporter weg. Das gibt's halt zum Glück in Garden of War 2 nicht mehr, weil da bleibt der Teleporter stehen, auch wenn eingenommen wurde. Eine der Sachen, die sie verbessert haben. Was ich sehr schätze. Weil da habe ich mich nicht nur einmal aufgeregt. Hi. Bye. Ist hier noch wer? Nee. Wir bräuchten einen Ingenieur. Bitte, danke. Ja, da gibt's den rechten Weg und dann der. Den rechten Weg. Und dann da oben. Diese. Ich glaube, das ist ein Pool oder so in Richtung.
wollte schon wieder diesen Sackzombie heilen. Das ist ein Problem, Junge. Achso, ich sollte vielleicht mal heilen. Ich vergesse das immer. Keine Heilung. Lampen anschleichen. Und. Okay, da geht sowieso gleich drauf, bestimmt. Die ist hier eine größere Bedrohung, kann man das nicht nennen, aber. Da ist immer Schnapper. Oh. Ah. Hallo. Der hat noch einen Schleim. Ich dachte, er hat keinen Schleim mehr. Er hat mich gerade gefressen. Oh, ich bin so ein Lacker. Schaut, wie schnell ich geheilt werde. Das ist der Wahnsinn. Die ist so gut. Hi. Bye. Naja, geh mal rein. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Schaut euch das an. Der hat im Garten auf dem Grabstein die Drohne gezündet. Wow. Einfach nur wow. Den sollte man nicht flamen, ganz ehrlich. Wegen seiner Dummheit. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Du musst doch checken, dass er das stirbt. Und ich glaube nicht, dass das unabsichtlich war, weil er sich extra auf diesen Grabstein aufgestellt und dann hat dann die Drohne gezündet. Oh, ich glaube, da gibt es viele Grab-Dinger. So, nehmen wir wieder ein. So, macht er das jetzt wieder? Bitte mach das wieder. Ich flame dich. Ey. Ja, Schnapper sind aber. Da ist noch. Was? Hä? So, was ist hier los? Ich bin ein bisschen überfordert hier. Ah, jetzt wollte ich ihn schon wieder heilen, Mann. Das war jetzt. Ach, der hat keinen Schleim mehr, der hat keinen Schleim mehr. Der ist im Arsch. Aber da ist irgendwo noch eine Erbse gewesen. Wow. Nein! Komm schon, der muss mich nur einmal treffen. Ich bin doof. Ja. Gut, wenn die da am Fließenband kommen, kann ich nicht viel machen. Dann kann ich nicht viel machen. Er blieb denn wieder am Spawn. Ah, bringe 5 Zombies ins Anwesen. Ja, die guten alten 5 Zombies ins Anwesen. Da gab es eben diesen Trick mit dem Energiewarp. Da war man so schnell drinnen. Es gab ja auch einen. Oh mein Gott, wieso habe ich den das jetzt ausgepackt? Das zeige ich mir jetzt so schnell. Den habe ich gehasst. Manche haben ihn gemocht. Ich frisst mich da nicht. Dein Ernst? Wow, du bist ziemlich bad. Da muss ich jetzt respawnen, weil das habe ich komplett vergessen. Fähigkeiten. Da gibt es ja noch den Käsewarp. Ein normaler Warp, aber man hat nur ein Stück davon und der macht Schaden, wenn er ankommt. Da gibt es auch noch einen gewissen Trick, wie man ziemlich leicht drauf kommt. Wenn ich nicht. Ja, man geht ein bisschen weiter. Das wird ziemlich unnötig, dann sollte man eher natürlich einen Gegner einsetzen. Aber egal. Aber der lädt ziemlich schnell auf. Habe ich gar nicht so in Erinnerung. So, man hat es jetzt nicht gesehen, aber ich habe ihm bestimmt Schaden gemacht. Ich habe den wirklich nur einmal kurz angetestet, ich habe den nie gemacht. Ganz cool. Ist wirklich cool. Kappa. Oh, hier kann ich euch zeigen. Ich habe es nicht gesehen, wie viel Schaden ich gemacht habe. Aber gut, ja.
Macht sowieso, war sowieso egal, war sowieso zu dämlich, das zu checken, dass man, oder wie man darauf kommt. So, ich hab ihn schon wieder. Okay, das ist nicht schlecht, dass der so schnell nachlädt, das habe ich nicht mehr in Erinnerung. Da, ich glaube, die muss nicht 30, aber ich glaube, der macht sogar mehr. Der macht so mehrmals Schaden. Ja gut, aber der Standard-Warp ist viel besser, da kannst du dich viel besser weg. Ja, teleportieren. Wegwarpen. Er belebt immer im Spawn wieder. Junge. Oh. Das ist wirklich. Ich bin sprachlos manchmal. Aber eh gut, dass ich jetzt erst den Warp ausgepackt habe, weil, wie gesagt, ich bin kein großer Fan von ihm. Er lädt zwar sehr schnell nach, macht, glaube ich, ganz gut Schaden, aber praktisch ist er halt meistens nicht. Jetzt habe ich ihm, glaube ich, keinen Schaden gemacht. Wow. Nee, schau, da hätte ich jetzt den zweiten gebraucht, dann wäre ich in Sicherheit gewesen. Okay, das war ziemlich doof. Warum ich das so gemacht habe, weiß ich jetzt auch nicht. Aber ist eh egal bei diesen Gegnern, ganz ehrlich. Nein, er hat ihn jetzt wiederbelebt. Hier am Spawn. Ich bin, habe ich wieder getötet. Ey, wenn das damals solche Gegner gewesen wären, oder ich vielleicht damals so gut gewesen wäre, was ich jetzt nicht sagen kann. Vielleicht kann ich ihn noch einmal einsetzen. Ja, gut. Da jetzt mal noch einer drin. Ja, da haben sich dann immer alle auf den Brücken getummelt, haben ein paar Gießen gegeben, auf den Start dann rumgehüpft. Meistens haben wir eigentlich die Zombies gewonnen, glaube ich. Naja. Ja, das war's. Mit dem 50 Kills. Holy crap. 14 Tode. Ich hab mehr als. Nee. Nee, kann man nicht sagen. Aber schon einige Kills. Na gut, ich hoffe, es gefallen. Das war der Chester Schnapper in den größten Noob-Lobbys in Garnova 1. Ich hoffe, es gefallen. Nächstes Mal dann wahrscheinlich die. Chester Schnapper, Dr. Chester. Nächstes Mal dann die Citrus Kakti und danach kommt Dr. Danach kommt der Chester Schnapper. So, passt. Schöne Grüße noch von der Gamescom, wo ich gerade bin. Wenn ihr das seht, bis zum nächsten Mal. Schaut mir, folgt mir Facebook, Twitter und Instagram, nicht zu verpassen. Links zu unten in der Videobeschreibung. Bis dann und ciao.